Da der Neubau noch nicht fertiggestellt war, konnte Respekt-Botschafterin Sandra Minnert das Schild zwar nur übergeben, dennoch auch das Berufskolleg Dieringhausen bei Gummersbach hat es nun, nachdem sich die Schule schon länger gegen Rassismus und Diskriminierung engagiert hat. Ein wichtiges Thema, für das sich vor allem Lehrer Ludwig Köster einsetzt, immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen und Möglichkeiten, das gegenseitige Miteinander zu stärken. Wir haben jetzt kurz vor den Ferien uns überlegt, das Schuljahr mit einer Projektwoche zu beschließen in zwei Klassen und haben uns als Projekt das Thema Rassismus überlegt, weil wir auch eine Schule gegen Rassismus werden wollen, diesem Projekt. Und bei der Suche nach Referenten, die unseren Schülern zu dem Thema was erzählen, sind wir halt auf Respekt gestoßen, und zwar über die IG Metall in Gummersbach. 3.300 Schüler gehen auf das Berufskolleg Dieringhausen, viele junge Menschen also mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Respekt und Toleranz wird hier tagtäglich gelebt und ist ein fester Bestandteil in allen Klassen. Ja, die Tatsache, dass wir uns freuen, dass Sie hier sind, zeigt ja schon, wie wichtig uns das ist. Und für uns ist ja wichtig, die jungen Menschen, die hier eigentlich letztmalig zur Schule gehen, noch einmal auch mit Werten in Verbindung zu bringen. Und dazu ist ja diese Aktion prädestiniert. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch Schirmfrau Sandra Minnert, die nach der Übergabe des Respektschildes noch lange mit den Unterstufenschülern zusammensaß, die sich in ihrer Projektwoche mit den Themen Diskriminierung und Rassismus beschäftigt hatten. Aber im Endeffekt wurde mir da ja auch nicht geholfen, sondern ich krieg gesagt, mit 39... Es ist ja nicht nur am Fußballplatz so aktuell. Also es ist ja wirklich in unserem ganz normalen Leben. Und ich bin manchmal sehr enttäuscht und mache mir manchmal selber Gedanken darüber, was bei uns passiert. Wir können uns nicht mehr guten Tag sagen, wir können greifen uns verbal an. Also das macht mich einfach sehr, sehr traurig. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne mit der Initiative unterwegs. Und wir wollen halt weiter euch so ein bisschen auch mit in den Bann reinziehen, so wie ich. Ich sage immer, gemeinsam kann man einiges erreichen. Das ist in der Schule hier genauso. Man muss den anderen, ich weiß, man kann nicht jeden Menschen lieben, aber man kann ihn respektieren und akzeptieren, so wie er ist, weil ich möchte auch so behandelt werden, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, wie ihr auch behandelt werden wollt. Und das ist mir einfach wichtig. Es war eine Veranstaltung, die bleibenden Eindruck hinterlassen hat und lediglich der Grundstein für weitere Veranstaltungen und Projekte sein sollte. Am Berufskolleg Dieringhausen wird das Thema Respekt definitiv aktuell bleiben. Das wollen wir natürlich auch in zukünftigen Unterrichten thematisieren. Deshalb eben, es ist keine Eintagsfliege. Und das ist für uns wichtig, dass wir Nachhaltigkeit erreichen. Und das können wir nur mit einem engagierten Kollegium tun, wie wir es eben zum Glück haben. In meiner Abteilung werden wir es auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder machen, das weiß ich schon. Und ich weiß auch, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch mitmachen werden. Auch Sandra Minnert wurde bereits zu einem weiteren Besuch am Berufskolleg Dieringhausen eingeladen. An dieser Schule nehmen sie das Thema sehr ernst. Daher freuen wir uns, sie als einen weiteren Unterstützer der Initiative Respekt gewonnen zu haben.